Wahoo, ich melde mich zurück. Womit, fragt sich hier. Ich habe mir überlegt, welche der letzten beiden Missionen ich zuerst angehen sollen würde. Jetzt sage ich schon wieder, die letzten beiden sind doch noch gar nicht die letzten beiden. In jedem Fall, wir haben die Wahl zwischen Max und Andy und ich würde mit Andy anfangen, denn da habe ich eine recht passable Reihenfolge von kurz, lang und wieder eine kurze Mission. Ich weiß, ich philosophiere etwas sehr lange darüber, aber was soll's. Briefe gibt's also noch? Interessant. Das würde mich auch interessieren. Exakt. Übrigens, Wortspiel FTW oder was? Nein. Also der Musik nach zu urteilen, hast du recht, Andy. Dann treffen wir ihn tatsächlich auch mal persönlich. Und der sieht immer nicht so anfängerisch wie ein gewisser anderer Co. von Black Hole aus. Und ich bin ein Maverick Hunter. Nein, der war extremst schlecht. Tut mir doch mal sehr leid. Mann gegen Mimme. Also die letzte Zeile kann ich durchaus unterschreiben. Bisher noch nicht, nein. Das hat der letzte Krieg gezeigt. Ich denke, wir haben keine andere... was soll's. Das ist mal ein interessanter Ansatz. Ach ja. Netter Ansatz, ja. Hem. Es gibt in dieser Mission wieder einiges zu erklären, weswegen ich froh bin, dass sie recht kurz ist. Es gibt jetzt, haben wir gesehen, zwei große Inseln, die auch von der Form her interessant sind. Wenn man mal bedenkt, dass wir Orange Star sind und das Black Hole Zeichen, wenn wir mal gucken, etwa so aussieht wie die Insel da oben. In jedem Fall kommen wir zum feindlichen Co. Das wäre in dem Fall ja schon öfters namentlich genannte Maverick. Sturms rechte Hand ist ein guter Begriff dafür. Wo fange ich an? Er ist nicht schlecht. Er bekommt einen 10%igen Bonus, auf alle Einheiten, womit er einer der wenigen ist, die wirklich auch wiederum mit allen Einheiten komplette Stärke oder sogar noch etwas mehr besitzen. Es gibt da noch zwei andere Spezialisten, sage ich mal so. Seine Gaben. Schwarze Welle zieht allen feindlichen Einheiten einen TP ab und gibt allen eigenen ein. Das ist alles, was alle Feinden Schaden zufügt, ist gut. Von daher gilt es auch für diese Gabe. Und die Spezialgabe ist dasselbe, einfach nochmal doppelter Stärke. Sein in Anführungszeichen Nachteil ist, dass er recht lange braucht, um seine Gabe aufzuladen. Aber bei so einer Gabe kann man das gerade noch verkraften. Gut, wie gesagt, wir haben Zugriff auf Land- und Seeeinheiten. Von dem Geld her hat er 1000 von Smelly-Runde, aber das ist machbar. Und seine Einheiten sind eben ein Ticken stärker, aber das ist alles noch erträglich. In der ersten Runde werde ich erstmal nichts bauen. Denn man wird schon sehen, warum. Denn jetzt kommen wir zu den Schiffen, die wir bauen können. Es geht einmal das Schlachtschiff, das hatten wir ja schon mal gehabt, von wegen Fernkampf in der Max-Mission. Der Kreuzer, der ist gegen U-Boote, die wir hier unten sehen, und gegen Flugzeuge effektiv. Das Landeboot kann mit zwei beliebigen Landeinheiten beladen werden, was gerade mal keine Bewandtnis hätte. Und das U-Boot ist recht effektiv gegen Schlachtschiffe und im Kriegsnebel hat es eine ziemlich hohe Sichtweite, was nicht zu verachten ist. Und da es tauchen kann, kann es sich gegen die allermeisten Angriffe auch schützen.
Wir werden aber mit einem Kreuzhelfer bedient sein. Und wenn den Zug. Das war natürlich sehr praktisch, denn damit bist du gerade in die Schussweite geflogen. Und dazu bauen wir noch einen Jäger. Habe ich schon die Dinger erklärt? Jäger sind sehr effektiv gegen fliegende Einheiten, wie man sich denken kann. Bomber sind effektiv gegen Landeinheiten und Schiffe. Auch Kreuzer, wenn sie als zuerst angreifen sollten, die Bomber. Kampfhelis hatten wir schon und... Naja, ein Jäger, bitte. Und zu beenden. Effektiv, der Kreuzer ist durch Kampfhelis in gewissem Maße gefährdet, da sie mit Erstschlag doch noch eine ganze Ecke Schaden anrichten können. Aber es gibt Schlimmeres. Jäger können nur Lufteinheiten angreifen und entsprechend auch andere Jäger. Und dann bauen wir, denke ich mal, noch einen Kreuzer, man weiß ja nie. Und wenn mich nicht alles täuscht, dürfte Maverick sich größtenteils gerade mal auf Flugeinheiten spezialisieren. Das einzige Schiff, was ihm helfen würde, wäre jetzt auch ebenfalls ein Kreuzer gegen meinen Jäger. Oder alternativ ein... Hier, schlag mich tot. Ein Schlachtschiff gegen die Kreuzer, so war das. Irgendwie hier hin positionieren. Genau, da bin ich nämlich näher dran und komme an ihm dran, dank dem Schutzwall. Baue ich jetzt noch so ein Ding? Ich denke mal, zwei Kampffeels und dann reicht das für die Runde. Dann sind wir auch bald fertig, wenn ich mich nicht verschätzt habe. Idealst. Hast du etwa einen Bomber gebaut? Na denn. Komme ich dran, dann haben wir die Runde, haben wir die Karte schon gewonnen, lustigerweise. Naja, komme ich nicht mehr dazu, Andys Gaben zu zeigen. Lässt sich nichts dran ändern. Na gut, ich kann ja mal Spaß haben, die normal aktivieren. Ich glaube nämlich, dass entgegen meiner letzten Info die normale Gabe auch die Angriffskraft schon leicht erhöht. Ich weiß nicht, ob es auch hier unten angezeigt wird. Denn bisher haben die Kreuzer ja 55% angerichtet. Jetzt dürften die, glaube ich... Ich habe mich verguckt. Verflucht. Egal. Wir haben gewonnen. Das ist egal. Habe ich schon Riffe erwähnt. Riffe brauchen übrigens einen extra Bewegungspunkt zum Durchfahren. Dafür haben sie aber auch eine Deckung von 1 und sind neben dem Hafen deswegen die einzige Chance für Schiffe an Deckung zu kommen. Egal, wir sind fertig damit. Ging einfach viel zu schnell, wenn ihr mich fragt. Captain Orbius? Das ist mal interessant, dass es einen Black Hole Commander gibt, der sein Wort hält. Naja. Schauen wir mal. Das hat ja immerhin nur 5 Tage gedauert, oder? Hab ich mich verzählt? Genau, Andy, was fällt dir ein? Als ob wir Zeit wie Krieg hätten, also... Das wusste ich, glaube ich, bereits, aber ich glaube nicht, dass das in diesem Gebiet, in welchem es sich betreffen würde, schon bekannt gewesen ist. Bäh. Da, da, da. Tja, dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Oder auch mit anderen Worten, Andys letzter. Allerdings nicht in dieser Mission, zumindest von der Wertung her nicht. Wir haben ja nichts verloren und viel schneller kann man die Mission gar nicht gewinnen, wenn ich mich nicht ganz irre. Nächstes Mal ist er dran. Das wird noch lange dauern, bis wir ihn wiedersehen. So viel will ich mal spoilern. 6 Tage. Naja, einen Tag verzählt. Mein bisheriger Rekord lag bei 7 Tagen, aber ich beklag mich lieber mal nicht. Ich sagte, diese Mission würde kurz werden, oder? Ich habe wohl nicht gelogen. Bis zum nächsten Mal bei Advance Wars 2, bitteschön. Bitte. Nein.